Den letzten Schliff gab es diesmal in der Maske. DEB-Stars beim Rollentausch für einen Werbespot eines Premium-Partners. Und wie war's? Mal so ganz ohne Helm? Wir alle machen das, was wir, glaube ich, am besten können und sind da gut aufgehoben, wo wir gerade bezahlt werden für. Damit meint Marcel wohl Eishockey spielen. Das ist schon anders, wie wenn ich jetzt auf dem Eis stehe. Da fällt mir alles andere natürlich leichter, aber es macht Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Schauspielern statt Scoren Cracks vor der Filmkamera. Marcel Nöbelzer und Maxi Kastner überzeugten auch auf diesem Terrain ganz selbstbewusst. Kein Wunder nach dieser glänzenden WM im Mai. Wir haben uns dahin gebracht, dass wir wirklich große Nationen mittlerweile auch regelmäßig schlagen können und das auch tun und das auch bestätigen. Ein wichtiger Faktor? Teamgeist, denn ohne geht es nicht. Beim Dreh oder in der Kabine. Es macht viel Spaß, mit den Jungs jedes Mal ins Battle zu gehen und füreinander da zu sein und in Momenten, wo es halt vielleicht nicht so läuft, sich zu unterstützen, zu motivieren. Auftritt Harold Kreis. Er spielt den akribischen Supermarktleiter. Eine Rolle, die ihm gefällt, denn auch im Sport gilt für ihn, es geht immer weiter. Wir können uns da nicht ausruhen. Wir können nicht sagen, es ist alles wunderbar und das wiederholen wir. Das können wir ja nicht wiederholen insofern. Also da schauen wir auch kritisch an, was eben können wir besser machen. Das haben wir zum Teil aufgearbeitet und ist ein fortlaufender Prozess eigentlich. Nächster Test der Deutschlandcup in Landshut. Und erstmals ist auch die Frauennationalmannschaft ein Teil des Turniers. Es ist auch cool, dass die Frauennationalmannschaft mit eingebunden wird, dass wir da halt auch ein bisschen mehr zeigen können und uns als Frauen auch ein bisschen repräsentieren können. Das wird ein Eishockeyfest für Fans. Und bei den Männern wird wieder Harry Kreis den Ton angeben. Und das kommt an. Er hat bei uns immer die richtigen Worte gefunden und die Motivation war bei ihm immer hoch danach. Deswegen kann ich schon sagen, dass er den Raum erleuchtet, sag ich mal, wenn er ihn betritt. Und Präsenz hat er auch vor der Kamera. Aber an wen erinnert er nur? George Clooney, Ocean 11. Das passt ganz gut zu ihm, glaube ich. Wenn Hollywood Harry rufen würde, aber der Kreis, der kennt seine Bühne, oder? Also ganz ehrlich, lieber hinter der Bande. Harry Kreis und die DEB-Cracks, eine gute Truppe, die auch im Supermarkt richtig abliefert.